Jetzt da irgendwo da rauskommen. Egal, wir ziehen uns hier zurück. Gehen wir mal in die Richtung. Oh, da fällt mir gerade ein. Ich habe da unten noch nicht geschafft. Es tut mir leid. Ich muss noch mal daher. Bevor wir ins Loch gehen. Rennt, meine Kleinen, rennt. Ihr werdet von einer größeren Macht gesteuert. Das ist alles schon vorprogrammiert, was euch passiert. Der Faden des Schicksals ist schon gesponnen. So. Oh, das ist schon gut. Rennen, rennen, rennen. Wir werden schneller sein. Du darfst auch angreifen. Hier, komm. Steht zwar im Gift drin, aber kommt nur noch raus. Oh, oh. Hoho. Das ist der Nachteil von diesem Passivmodus, dass er dann wirklich immer. Gibt's da ich nicht bin so ein Zwischending? Ja, was so. Blut? Aber. Schaschlik! Ah, was ein Name! Jetzt sehe ich jetzt erst. Worum geht's? Worum geht's? Helm der Rotter. Einen Gob. Was? Aber sowas von, den ziehen wir gleich an. Na, sieh mal einer an. Den ziehen wir aber sowas von gleich an. Wo ist er denn? Helm 333, er geht ein bisschen 20 Lebenspunkte vor. Aber Goblin, hallo? Sicher ziehen wir den an. 804 ist sogar wertvoll. Kann sie mit dem anderen was anfangen? Plus 5 Fokus. Ja, kriegt sie den. Schaut jetzt zwar nicht mehr ganz so schick aus, aber... Jawohl, das hat sie auf jeden Fall gelohnt. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie oft das brockt, aber so eine kleine Goblin-Armee zu haben, ist sicher auch nicht verkehrt. Nicht wahr? Alles klar. Jetzt haben wir eine Woche wieder gespielt, bevor also, wir hier was sind. Jetzt? Sollen wir einfach hineinlaufen und jedem erzählen, dass wir Gesandte des Lichts sind und diesen Zwerg suchen? Nein. Am besten, wir gehen erstmal zur Bürgermeisterin und nutzen die Losung. Sie wird wissen, was zu tun ist. Klingt gut. Sind wir froh, dass sie nicht im Jägerjargon reden? Weil sonst würden sie jetzt mit Kacke um sich werfen. Und das will ja keiner, oder? Loot! Ist noch irgendwo Loot? Muss es da noch irgendwo Loot geben? Erzähl mir doch nichts. Irgendwo. Oh, Loot! 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 Geil, erstmal alles löten. Dann macht sie das da oben schon mal. Interessant. Dann machen wir da als Arbeitsteilung ein Buch. Geschichten, York und Primo. Wo ist denn sie hingelaufen? Also, jetzt? Wie ist der Plan? Alter, du so. Mal sehen. Ich sehe es mir mal an. Habe ich da nicht raufgeklickt da oben? Kann sie das nicht? Ja, mach doch. Die macht mich fertig ein bisschen. Du gehst jetzt mal hier zum Händler. Äxte, Dolche, Schwerter. Ja, alles wir müssen erstmal meinen Scheiß loswerden. So, Bögen. Kann ich da alle reinhauen? Das kann ich ungeschaut machen. Das weiß ich nämlich. So. Das kann weg. Kampfgeschädigt kann weg. Rostig kann weg. Weiß ich noch nicht. Primitiv kann weg. Rostig kann weg. Mal mit Einhand schon mehr Schaden. Weg, weg, weg. 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 Die lassen wir mal. Weg, weg. Auf jeden Fall weg. Nö. Weg. Das trage ich. Verschrammtes Dingsbums. Verschrammt kann auch weg. Also mal schauen, ob es nicht mehr Sinn macht, ihm ein anderes zu geben. Was? Ja. Ich schaue noch schnell die Rüstungen. Lederrüstung habe ich 2. Häftlingskleidung kann weg. Kann weg. Kann eine weg, das lassen wir mal. Schuppenpanzer, Schienenrüstung, schwere Plattenrüstung, beschädigte.
kann eine weg. Ja, das können wir mal so machen. Ich habe gar nicht geschaut, was hat sie denn da? Wäre natürlich interessant, es geht jetzt gegen Orks, gell? Müssen wir gleich schauen. Ein gutes Angebot. Müssen wir gleich schauen, wie wo was. Jawohl. Gehen wir mal mit ihr reden. Hm, euch habe ich hier noch nie gesehen. Ihr kommt nicht aus Iskander, richtig? Nee. Stimmt. Tatsächlich sind wir Gesandte des Lichts und auf der Suche nach einer Kontaktperson. Ach, dann seid ihr diejenigen, von denen dieser Lakaien gesprochen hat. Hm, ehrlich gesagt, hätte ich euch mir anders vorgestellt. Aber wie dem auch sei, ich bin Clara Farlorn, Bürgermeisterin dieses wunderschönen Ortes. Schätze mal, das wisst ihr bereits. Eurem Gesichtsausdruck nachzuurteilen, wollt ihr wohl gleich zur Sache kommen, was? Ihr seid wegen des Zwerges hier. Iskrim. Ja, ist er im Dorf? Nein, ist er nicht. Aber ich kann euch sagen, wo er ist. Unter einer Bedingung. Bla bla bla. In Ordnung. Was wollt ihr? Reden wir nicht lange um heißen Brei. So kooperativ? Oh. Ihr seid mir sympathisch. Ja. Ich fasse mich kurz. Vor 2 Wochen sind Orks in Iskander eingefallen. Und sie haben es auf unser Dorf abgesehen. Unsere Miliz gibt ihr Bestes, sie uns vom Leib zu halten, aber es wird von Tag zu Tag enger. Ihr beide scheint mit einer Waffe umgehen zu können, also habe ich mich gefragt... Ob wir eurer Bürgerwehr beitreten könnten? Zeitweilig, ja. Wir müssen die Tage einen Angriff wagen, sonst ist Farlonsheim bald Geschichte. Und außerdem haben sie euren Zwerg gefangen genommen. Ihr müsst euch also ohnehin um sie kümmern, auf die eine oder andere Weise. Warum sollten die Orks euch angreifen? Ja. Zwischen Orks und Menschen herrscht seit Jahrzehnten Frieden. Tja, Liebchen, da bin ich überfragt. Ich hätte auch schon versucht, mit ihnen zu verhandeln, aber diese Orks scheinen von einem brutalen Stamm zu sein. Wer weiß, vielleicht haben sie einfach bemerkt, dass Iskander seit dem Ende der Kriege in Chaos versunken ist und wollten die Chance nutzen. Die Orks haben Iskrim gefangen genommen? Warum? Sie waren nicht so freundlich, mir ihre Motive zu erläutern. Weil sie es können. Dementsprechend weiß ich es nicht. Aber ich vermute, dass er einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war. Er ist nicht lange in Farlonsheim geblieben, sondern gleich weitergezogen. Um draußen in der Wildnis zu tun, wofür auch immer Lakaien ihn angeheuert hat. Aber laut einem unserer Späher ist er noch am Leben. In einem Käfig und in Fesseln? Aber immerhin? Scheint, als hätten wir keine Wahl. Moment, nicht so schnell. Warst du nicht mal ein Korporal in der königlichen Armee? War ich. Bis sie mich zum Tod durch Pfählung verurteilt haben. Erinnerst du dich? Mag sein, aber das ändert nichts an deinem Wissen, oder? Ich finde, wir sollten mit dem Kommandanten dieser Bürgerwehr sprechen und nachfragen, ob du ihm ein wenig unter die Arme greifen könntest. Als Anführer. Moment mal, Liebchen. Ihr schlagt allen Ernstes vor, dass wir einem Fremden das Kommando über unsere Bürgerwehr überlassen sollen? Ja. Vorübergehend. Hört, Madame Farlorn, ich weiß, wie das klingt, aber ihr sprecht hier mit einem erfahrenen Feldherrn. Aber das ist doch... Na schön. Vielleicht ist es ein Versuch wert. Um ehrlich zu sein, hat Kommandant Maat bislang eh kaum anderes gemacht, als die Soldaten anzubrüllen. Geht und sagt ihm, dass ich euch geschickt habe. Dann helft ihm, einen Angriff auf das Orklager vorzubereiten. Maat sagt nach wie vor, ein Vorstoß sei zu riskant. Aber wie bereits gesagt, haben wir keine Wahl. Ihr findet ihn im Osten des Dorfes, am Fuß des Berges. Ah, und eines noch. Versucht, einfühlsam zu sein. Sagt ihm einfach nur, wer ihr seid und dass ihr helfen wollt. Er hat nämlich, seine Eigenheiten. Machen wir. Hm? Okay. So, ich habe da, glaube ich, gerade einen ein Reset-Trank gefunden. Den nutzen wir vielleicht irgendwann mal. Weil ich glaube, ich bin ein bisschen, nicht ganz, irgendwie, es fehlt noch ein bisschen was. Ich bin unzufrieden. Schauen wir uns das mal an. Gottstein! Jawohl. Holzfäller. Worum geht's? Okay. Verstanden. Dann gehen wir jetzt noch schnell den Krempel da hinten looten. Na, sieh mal einer an. Und das heißt, ich habe jetzt, glaube ich, alles in dem Dorf, was man so löten kann, gelötet. Ich bin ein alter Löter. Das erinnert mich ein bisschen von den Gesprächen her an das Spiel Planescape Torment. Also was diese
Hintergrundgeschichten und des Texten anging, ein unglaubliches Spiel, will ich jetzt mal sagen. Orks! Was? Orks am Osttor! Scheiße! Haltet sie auf! Ja, lasst sie auf keinen Fall ins Dorf! Wo ist er denn? Schieß doch mal! Hallo! Ich muss schon wieder alles dreifach anklicken bei der! Mach den Quark endlich! So schnell geht das nicht! Gott im Himmel! Ihr habt das jetzt sicher fünfmal anklicken müssen, oder? Heile er mal die Leute. Arsch und Wolkenbruch! Seid ihr verdammten Idioten besoffen oder einfach nur dumm? Formation halten! Was ist daran so schwer zu verstehen? Und ihr Trottel hüpft dämlich in der Gegend rum wie Weiber beim Maitanz! Jonas, kümmere dich um diesen Saustall! Und zwar sofort! Jawohl, erledigt. Okay, dann wissen wir jetzt mit... Oh, Alter, kommen die jetzt permanent oder was? Da ist schon wieder. Sie macht es einfach nicht. Das werdet ihr bereuen! Ist eigentlich ein Grünrock gefallen? Nö. Können wir jetzt? Alles erledigt, alles schick. So, Mann, Herr, wie heißt er? Seid ihr Mart? Clara hat mich geschickt. Kommandant Mart. Ja. Und ja, der bin ich. Was will sie? Ich bin beschäftigt. Ich weiß, und ich würde euch nicht stören, wenn es nicht... Sind wir mal nett. Dann macht es kurz. Was wollt ihr? Ich übernehme das Kommando. Was? Ich bin Korporal der königlichen Armee und ich bin hier, um die Milizen für eine Zeit lang zu übernehmen, um euer Ork-Problem zu lösen. Der war gut. Der war richtig gut. Richtig gut. Und jetzt verpisst euch. Jawohl. Seht her, die Bürgermeisterin Clara Falon hat uns erzählt, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die Orks diesen Ork in seine Einzelteile zerlegt haben. Ihr müsst einen Vorstoß wagen und ihr braucht jemand Erfahrenen, um ihn anzuführen. Einen Vorstoß? Verdammte Scheiße, das wäre Selbstmord. Die meisten dieser Soldaten hier wissen doch noch nicht einmal, an welchem Ende sie ein Schwert halten sollen. Das werden sie aber unter der richtigen Führung. Ja, genau. Ihr seid ziemlich hartnäckig, was? Na schön. Es gibt ein kleines Ork- und Goblin-Lager in der Nähe. Späher, dem Aussehen nach zu urteilen. Wenn ihr so mutig seid, wie ihr behauptet, sollte es für euch ein leichtes sein, mit ihnen fertig zu werden. Na, was denkt ihr? Gut, wir werden uns darum kümmern. Wo sind diese Lager? Ihr habt doch sicher eine Karte bei euch, oder? Hier, dort wurden sie zuletzt gesehen. Jetzt macht euch mal auf den Weg, Korpo. Goblins jagen. Elendswasser. Dieser Kerl spielt doch Spielchen mit uns. Tut er. Aber vorerst sollten wir mitspielen. Das stört ein bisschen das Fenster. Ein Steinbruch. Ja. Na dann. Gut. Noch einer. Das wird lustig. Wunderbar. Komm, Keul, sie weg da vorne. Gut, wenn du darfst ruhig weiterkämpfen. Aha. So, jetzt haben wir ihn. Ja. Hey, Goblin! Goblin! Ah, wie geil. Hallo. Man macht sie schon wieder nicht. Man sieht genau, dass ich klick, aber sie... Alles klar. Beide Lager sind neutralisiert. Ja. Gehen wir zurück zum Kommandanten. Ich kann's kaum erwarten. Bin gespannt, was der jetzt von sich gibt. Verpisst euch! Ich habe mich um die Orklager gekümmert.
Schwachsinn. Ja. Ganz alleine. Ganz alleine. Ach, drauf geschissen. Ist mir egal. Nie im Leben werde ich einen Fremden meine Milizen übernehmen lassen. Nicht für eine verfickte Minute. Jetzt zischt ab. Matt, wir hatten eine Abmachung. Nein, die hatten wir nicht. Ich sagte, ich werde darüber nachdenken, euch zu rekrutieren. Und das habe ich getan. Und mein Entschluss ist, dass ihr euch verpissen sollt, denn ich habe zu tun. Alles klar. Ich denke, wir gehen jetzt am besten. Ich kenne Männer wie ihn. Er fürchtet sich davor, dass du dich als besserer Anführer herausstellen könntest und deshalb schlägt er um sich. Ein Klassiker. Was? Das stimmt nicht, ich. Ach, drauf geschissen. Wenn ihr und Clara wirklich denkt, ihr könnt das besser als ich, dann gut. Aber erwartet nicht, dass ich hier bleibe, während ihr meine Männer in den Tod schickt. Dreckswichser, alle miteinander. Oh. So, und jetzt? Ihr habt es also tatsächlich geschafft, Mart zu überzeugen. Ich bin beeindruckt. Auch wenn es eine Schande ist, dass er uns verlassen hat. Er war mal ein guter Mann, wisst ihr? Aber als das mit seiner Tochter passiert ist, das hat ihn einfach gebrochen. Was ist mit seiner Tochter passiert? Reden wir nicht darüber. Es tut nichts zur Sache. Aber wie dem auch sei, ich bin froh, dass unser Plan aufgegangen ist. Jetzt sorgt dafür, dass ich es nicht bereue. Ich werde die Dorfbewohner wissen lassen, dass ihr jetzt das Kommando habt. Gut. Jawohl. Ich werde einen Angriff auf die Orks vorbereiten. Ja, und eines noch. Vergesst nicht, was auf dem Spiel steht, in Ordnung? Diese Truppen, die ihr in die Schlacht schicken werdet, sie sind Söhne, Töchter, Brüder und Schwestern. Und sie werden euch vertrauen, weil ich es tue. Okay. Ich werde mein Bestes geben. Väter und Mütter, oder? Seht zu, dass das ausreicht. Also, wie ist der Plan? Alle blau, das ist die beste Farbe. So, rein mit euch. Was haben wir noch? Nichts mehr? Gut, dann bauen wir als allererstes... Oh, Gruppen, Dingsbums Gruppe 7. Dann bauen wir als allererstes mal eine Jagdhütte. Wo kriege ich sie denn am besten hin? Ja, dann bauen wir sie da oben hin. Eine Jagdhütte. Zwei Jagdhütten. So. Das wird ein Meisterwerk. Nur würde ich aber sagen, bauen wir noch eine Holzfällerhütte. So. Dann kommen da zwei raus. So. Maximalbesetzung. Wunderbar. Bitte? Dann würde ich sagen, euch nenne ich Gruppe 2. Und ihr seid wahrscheinlich zur Vorsicht. Gruppe 1. Da lang. Ein Gebäude wurde errichtet. In Gruppe 1 hat es Puffer. Achso, nee, ihr müsst das erstmal aufbauen. Das ist ein guter Ort. Wir sind ja voll besetzt. Macht's kurz. Nehmen wir die mal Gruppe 3. Der Außenposten wurde errichtet. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Sehr schön. Wir müssen mehr Holz sammeln, Kommandant. Ja, das müssen wir. Das ist die Frage. Kommandant? Da sind... Was wollt ihr? Gefällt mir gerade ein Gedanke nicht. Ja? Und zwar das hintere Tor. Wir haben ja mehrere Eingänge, oder? Wir haben da einen Eingang. Und da einen Eingang. Ich würde sagen, wenn sie angreifen, dann hier. Stellt euch mal da auf als Puffer. Und ihr schaut eh anders aus wie die anderen. So. Was? Gruppe 2, jetzt neu formieren. Zack. Und Gruppe 3 dahinter. Ja, das machen sie eh drauf. So. Bitte? Oh shit. Ich muss ja, genau. Tut mir leid. das ist jetzt meine neue Gruppe 2. Ja, was ist denn heute los mit meinen Wurstfingern? So. Jetzt haben wir's. Jetzt wird das abgegradet hoffentlich und... Ah, da fehlen noch 4 Holz. In der Zwischenzeit gehen wir mal ein bisschen spionieren. Wie es denn da so ausschaut da vorne. Aha. Oh oh. Entscheiden!
Jetzt. Oh, oh, das sind mir ein bisschen zu viele. Warum sind denn das da? Ist da? Wollen die uns da drüben überfallen? Kann es sein? Ein Gebäude wurde errichtet. Nee, oder? Ja. Gott, das sind einfach zu viele. Okay, wir haben einen rausgenommen. Klingt gut. Rückzug. Na, vollkommen. Sie werden fallen. Ja, geht ja noch halbwegs easy. Wir lassen den Timer runterlaufen. Dann nicht abhauen, jetzt wo ich schieße. Ah! Du Schweine. Oh, Level Up, genau, das habe ich ganz vergessen. Ah! Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz. Zack, anwenden. Ich weiß, jetzt war eigentlich noch mehr zur Verfügung, aber. Kosten weniger Fokus und Wiederherstellung, dass er da mal ein bisschen mehr zaubern kann. Wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen nach oben und wenn ihr mehr sehen wollt, abonnieren. In diesem Sinn, einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht, haut da rein. Tschüssi.